Deswegen freue ich mich wahnsinnig, das auf Englisch machen zu können. Die letzten Tage waren lang. Ja, ich wundere mich eh immer, dass ich beim CCC eingeladen werde zum zweiten Mal jetzt, weil ich und Rechner und alles mögliche, Hacking-Kultur, habe ich eigentlich auch nicht viel mit zu tun. Gerade gestern wurde ich draußen auf dem Parkplatz ohne Scheiß angesprochen von einem Menschen, die sagte, ich habe einen neuen Laptop, wo geht der lauter und leiser? Ich wusste es nicht. Aber umso mehr freue ich mich, vor so einer Community sprechen zu können, weil das sind genau die Verknüpfungen, die wir brauchen aus unserem Einsatzgeschehen heraus. Wurde gerade schon gesagt, ich arbeite für CADUS, ist eine humanitäre Hilfsorganisation, die sich vor knapp 3 Jahren gegründet hat. Und was immer auch damals die Gründungsidee war, es hat sich entpuppt mittlerweile, dass wir so ein bisschen die Spezialistinnen geworden sind, um da zu arbeiten, wo andere NGOs nicht mehr arbeiten. Das heißt, im letzten Jahr zum Beispiel sind wir sehr aktiv gewesen im Nordirak, im Verlauf der Offensive gegen den IS. Sprich, wir sind immer da gewesen, wo diese Offensive vorangeschritten ist, um die Versorgung der Zivilisten und Zivilistinnen zu übernehmen, die sozusagen vom IS gerade befreit wurden. Zum Beginn würde ich ganz gerne darauf hinweisen, wir haben hier eine Assembly zusammen mit anderen NGOs wie Sea-Watch, Menschen von Jugend rettet, Menschen von der HPI, jemand von MSF ist dabei, das Alarmphone ist dabei, ihr findet uns drüben in Halle 2. Die Assembly heißt Just Humans, also No Borders, No Nations, Just Humans. Wenn nachher noch Fragen sind, freue ich mich total, dass wir uns da vielleicht noch sehen. Und heute geht der Talk hauptsächlich um unser neuestes Projekt, und zwar den Crisis Response Makerspace, den wir gerade in Berlin starten. Ganz kurz als Catch-up, beim letzten Talk habe ich erzählt, dass wir dabei sind, ein mobiles Krankenhaus zu bauen. Das ist passiert. Nur für die, die vielleicht das verfolgt hatten oder sich fragen, wo gehen eigentlich unsere Spenden hin. Wir haben dieses mobile Krankenhaus gebaut, wir sind damit im Irak im Einsatz gewesen, haben den Einsatz beenden, den gerade jetzt zum Ende des Jahres und werden im Februar dann mit einem neuen Mischkopf-Projekt aus Medizin und Technik im Irak wahrscheinlich wieder starten. Ja, wir sind ja hier im Resilienz-Thread. Da geht es ja so ein bisschen auch darum, ja, Resilienz habe ich in die Ankündigung reingeschrieben. Gesundheit ist ja eigentlich ein elementares Ding. Menschen, die nicht gesund sind, fühlen sich in der Regel nicht gut. Es gibt Menschen, die stehen drauf, nicht gesund zu sein. Das ist aber, glaube ich, eine extreme Minderheit. Dass Gesundheit in unserer Kultur hier und im Kapitalismus komplett durchorganisiert und durchkapitalisiert ist, haben wir weitestgehend akzeptiert. Leider. Dass es eine Zweiklassenmedizin gibt, haben wir auch akzeptiert. Leider. Aber wir denken ja immer noch, humanitäre Hilfe ist definitiv davon freigestellt. Ja, weil humanitäre Hilfe, die steht ja außerhalb der Marktgesetzgebung, das wäre ja unethisch. Wir helfen ja, wo wir können und wir tun auch so viel, wie wir können. Könnte man meinen. Meiner Meinung nach ist es überhaupt nicht so. Und ich habe 3 Beispiele mitgebracht, über die ich ganz gerne sprechen würde. Das erste Beispiel habe ich auch in live mitgebracht. Das ist so ein neues Spielzeug, was wir gerade bekommen haben. Es ist in einer dicken, bunten Verpackung drin. Und im Endeffekt macht es eigentlich nur Folgendes. Verdammt, macht es nämlich nicht. Es pustet diesen Ball auf und ab. Also. Das könntet ihr vielleicht kennen. Das gibt es nämlich auch in anderer Variante. Die habe ich auch mitgebracht. Ich stecke mal in meiner Tasche mit. Das ist die hier. Gibt so ein Ding drauf. Und das macht theoretisch genau das Gleiche. Ich habe einen genau definierten Druck. Ich habe einen definierten Raum, den ich komprimiere. Und ich puste den Ball auf. Habt ihr eine Idee, wo ungefähr der Unterschied ist zwischen diesen beiden? Vom Faktor her? Das kostet, was weiß ich, in der Billigversion 2 Euro? 30.000 Euro. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist das so?
Warum muss es so sein, dass so ein Gerät, das eigentlich nichts anderes macht, als eine Pumpfunktion zu haben und ein bisschen Messfunktion zu haben und ein bisschen klickibunti ist? Ja, ich habe da jetzt so ein bisschen was, kann ich halt gucken, kann ich ein Touchscreen. Wenn ich das alles zusammenfasse und überlege, ich würde das selber zusammenbauen, was würde mich das normalerweise kosten? Ich will eine Pumpe haben, die eine genau definierte Luftmenge ausstößt und das Ganze mir auf dem Monitor anzeigt. Warum kostet das 30.000 Euro? Ein zweites Beispiel kennt ihr auch alle, besser als ich wahrscheinlich. Was kostet es ungefähr im Baumarkt? 50, 100 Euro wahrscheinlich. Weniger, 30 Euro, wenn ich eine billige Version kaufe. Das kennt ihr auch. Starthexe hieß es bei uns immer. Ja, Autobatterie ist platt, gibt eine genau definierte Energiemenge ab, damit die Batterie wieder startet. Was kostet sowas im Baumarkt? Ich wäre wieder dabei zwischen 50 und 100 Euro. Vielleicht gehe ich auch in den falschen Baumarkt, ich weiß es nicht. Gerade haben wir uns so ein Gerät gekauft, das macht ungefähr das Gleiche. Das misst den Strom, und zwar von außen. Und wenn es keinen Strom mehr misst oder den Strom so misst, dass es dem Gerät nicht gefällt, gibt es einen Strom ab, einen genau definierten Strom. Der Preisunterschied ist wieder ungefähr der gleiche. Das Gerät kostet 30.000 Euro. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja auch ein Medizingerät, ist ja auch wichtig. Was das aber macht mit humanitärer Hilfe und mit Krisenregionen, ist einfach, kein Mensch vor Ort kann sich solche Geräte leisten. Ja, ist total klare Geschichte. In Syrien, alle Krankenhäuser sind zerbombt, die kompletten Medizinprodukte sind alle platt. Glaubt man nicht, dass sie sagen, naja, machen wir ein Krankenhaus neu, aufkaufen und 10 von den Geräten. Geht natürlich nicht, das Geld ist nicht da. Wenn man sich jetzt fragt, warum muss das so sein, dass die so teuer sind, kommen wir zu zwei Punkten. Das eine ist eine staatliche Regelungswut, die wir haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber zum Beispiel in Zahnarztpraxen gelten alle elektrischen Geräte als medizinische Produkte. Ich habe die Alarme nicht ausgestellt. Als medizinische Produkte. Das bedeutet, der Wasserkocher, der vielleicht im Patientenraum, im Warteraum steht, gilt auch als medizinisches Produkt und muss dementsprechend wahnsinnig teuer alle 2 Jahre überprüft werden, was total irre ist. Wieso geht das Scheißgerät nicht aus? 30.000 Euro, Leute. Tja, lassen wir es an. Der zweite Punkt ist aber, dass dahinter ein wahnsinniger Lobbyismus steckt. Warum sind diese Geräte so teuer? Die werden künstlich teuer gemacht. Um so ein Gerät auf den Markt zu bringen, ich könnte jetzt auch dem Patienten auch einen Schlauch in den Hals stecken und packe eine Luftpumpe oben drauf. Das ist nicht so richtig lege artis, wird auch nicht so richtig akzeptiert draußen. So ein Gerät hat alle möglichen Prüfungen. Was die kosten, wollt ihr euch gar nicht vorstellen. Das Lustige ist, diese Prüfungen festzulegen, welche gemacht werden müssen, wird von Gruppen geregelt, in denen die Hersteller mit drin sitzen. Das heißt, der Marktzugang für Leute, die Medizinprodukte produzieren wollen, wird geregelt von denen, die schon Medizinprodukte produzieren. Ist eigentlich total irre, ist aber so. Ja? Lobbyismuspolitik vom Feinsten. Unser Hack dazu, wir haben ein Projekt gestartet zusammen mit der HTW und der Beuth in Berlin, nennt sich Remobo. Das heißt so was Ähnliches wie reparierbares, einfaches Vitalparameter-Monitoring, das Ganze nur auf Englisch. Und die Idee dahinter ist, wirklich ganz, 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 ganz einfache Hardware. Einen einfachen Strom zu messen übers Herz ist eine Technik, das gibt es seit 100 Jahren. EKG ist eine uralte Technik. Strom abzugeben, andere Sachen zu messen, ja, Pulsoximetrie, das heißt die Sauerstoffsättigung des Blutes zu messen, mega billig. Unsere Idee ist, das zu kombinieren als extrem günstigen Bausatz. Und die Software dazu wird an der HTW entwickelt, um zu zeigen, als allererstes Mal, es geht günstig. So ein Gerät muss nicht so viel kosten. Es kann an einer Uni entwickelt werden, es kann von Fachleuten entwickelt werden und kann trotzdem extrem bezahlbar sein. Kann natürlich die Frage aufkommen, darf das nachher hier in Deutschland benutzt werden? Mit Sicherheit in erster Instanz nicht. Aber nachweisbar, dass es die gleichen Ergebnisse liefert, ist es. Und dann kann man die Frage stellen, warum darf das eine, warum darf das andere nicht? Gestartet haben wir das natürlich mit der Idee, dieses Projekt exportieren zu können, sprich in Syrien als Open Source anzubieten und zu sagen, so Leute, so könnt ihr euch eure Überwachungsmonitore basteln. Das Problem kommt irgendwann dann auf, in Syrien jetzt noch nicht, aber in anderen Staaten, wenn die ersten bilateralen Abkommen gestartet werden. Dann exportieren wir nämlich nicht nur Medizinprodukte, sondern wir exportieren meistens auch unsere Bestimmungen. Das haben die Firmen direkt mitgeregelt. Das heißt, wenn ich irgendein Land jetzt, weiß ich nicht, aus
weiß ich nicht, aus der Sahelzone nehme und sage, hier, ich habe da ein Projekt, ich würde das gerne exportieren, kann es mir passieren, dass durch ein bilaterales Abkommen in einem Entwicklungsland die gleichen Regelungen gelten, die hier in der hochindustrialisierten, sehr reichen Gesellschaft gelten. Zweites Problem kennt ihr alle. Die Bilder sind seit 2, 3 Jahren sehr massiv in den Medien. Eine der Hauptfluchtrouten momentan immer noch ist das Mittelmeer. Und jedes Jahr sterben tausende Menschen auf dem Mittelmeer. Jetzt ist das Ding, dass es verschiedene Organisationen gibt, kennt ihr, Sea-Watch, Jugend rettet, SOS Mediterranee, die rausfahren und versuchen, die Refugees auf dem Meer zu retten und sicher zum nächsten sicheren Hafen, sprich meistens Italien, zu geleiten. Das Problem ist, wenn man auf dem Wasser unterwegs ist mit dem Schiff, alles dauert extrem lange, Strecken werden extrem weit, Sichtverhältnisse sind teilweise nicht gut. Und so ein kleines Schlauchboot zu finden, wo so 150 Menschen drauf sind, aus einer Entfernung von einigen Seemeilen, extrem kompliziert. Jetzt wissen wir spätestens seit dem Air France-Absturz über dem Atlantik, dass zum Beispiel die Airbags-Flugzeuge perfekt geeignet sind, nicht nur Luftraumüberwachung zu machen, was sie eigentlich machen sollen, sondern tatsächlich auch geeignet sind, Trümmerteile im Wasser zu finden. Die haben damit kleine Trümmerteile im Wasser gefunden, konnten daraufhin die Absturzstelle lokalisieren, haben die Blackbox gefunden und so weiter und so weiter. Könnten wir uns die Frage stellen, wenn wir die Technik haben, wieso tun wir das denn dann nicht? Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Viele von euch werden viel mehr wissen, was mittlerweile mit Satellitenüberwachung möglich ist. Das heißt, die Technik zu wissen, wo sind Boote im internationalen Gewässern in Seenot, die haben wir. Wir nutzen sie aber nicht. Der Grund ist relativ einfach, es sind nationalstaatliche Interessen. Deutschland zum Beispiel sagt natürlich nicht, liebes Libyen, ich weiß ganz genau, wann eure Küstenwache Kaffee trinken geht, weil ich habe ein Auge drauf. Ja? Sagt man natürlich nicht, wie genau man halt den Gegner überwacht. Folge etliche Tote jedes Jahr. Was haben wir gemacht mit verschiedenen Organisationen? Es wurde das Projekt Moonbird gestartet, federführend von der HPE, von der Humanitarian Pilot Initiative und Sea-Watch. Es wurde ein Flugzeug gekauft. Eine einmotorige Cirrus SR-22, die startet von Malta. Und mit dem Flugzeug fliegen wir einfach dann jeden Tag, wo erwartet wird, dass Boote kommen könnten, an die libyschen Küstengewässer heran und machen vor Ort richtig oldschool, ja, auf dem linken Knie ein iPad, wo das Search Pattern eingegeben ist, auf dem rechten Knie Zettel und Stift, damit man die Position aufschreiben kann. Und dann suchen wir quasi per Hand die Schiffe oder die kleinen Boote, die auf dem Markt, die auf dem Ozean in Seenot geraten sind. Das ist übrigens ein Foto von der Juventa. Kleiner Zeithinweis, morgen gibt es einen schönen Talk zum Thema Juventa, die ja einkassiert wurde vom italienischen Staat. Ist mit Sicherheit wert, sich das anzuhören. Das ist die aus der Sicht der Moonbird gewesen. Jetzt wieder die Frage, ist das ein Hack? Meiner Meinung nach schon, weil Luftüberwachung war klar, wir müssen es machen. Es gab ein Drohnenprojekt. Das ist leider zur letzten Saison nicht so fertig geworden, dass damit schon gestartet werden konnte. Deswegen wurde diese Version ausprobiert. Wahnsinnig teuer. Ein Bruchteil dessen, was ein Airbags-Flugzeug kostet, ein Bruchteil dessen. Trotzdem natürlich für kleine NGOs wahnsinnig teuer. Aber man kann damit zeigen, Leute, es geht. Es ist mega einfach, auf dem Wasser die Boote zu finden und dann zu sagen, diese Menschen können gerettet werden. Das dritte Beispiel, über das ich reden möchte, ist Puerto Rico. Wir hatten dieses Jahr eine ziemlich krasse Hurricane-Saison. Und in Puerto Rico ist der Hurricane Maria einmal übers Land geballert und hat so ziemlich alles zerstört, was es an Telekommunikationsstruktur gab, aber auch an Wasser- und Stromversorgung. Und die paar Millionen Einwohnerinnen von Puerto Rico waren tagelang komplett von jeder Hilfe abgeschnitten. Jetzt gab es die irre Situation, dass Schiffe gerne Hilfslieferungen, die natürlich selbstverständlich relativ schnell bereitgestanden haben, nach Puerto Rico gebracht hätten. Und das ist nicht passiert. Habt ihr mal eine Idee, warum? Kennt ihr mal den Jones Act? Das ist so ein geniales amerikanisches Wirtschaftskonstrukt. Schon mal von gehört? Jones Act. Der Jones Act ist mal entwickelt worden, um zum einen die amerikanische Wirtschaft zu schützen, sprich die amerikanischen Reedereien. Und zum zweiten aber auch so einen Schutz für potenzielle Ressourcen im Krisen- und Verteidigungsfall zu haben. Sprich, der Jones Act besagt, Transporte zwischen amerikanischen Häfen dürfen nur Schiffe machen, die von Amerikanern besessen werden
und in Amerika gebaut wurden. Ist eigentlich total anachronistisch, wenn man sich überlegt, wie heutzutage Wirtschaft funktioniert. Dieser Jones Act wurde selbst im Falle dieser Katastrophe nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt, sie haben schlicht und ergreifend keine Schiffe gefunden, die auf diese beiden Matches gepasst hätten. Sprich, von Amis besessen und von Amis gebaut. Das heißt, Hilfslieferungen waren da, Schiffe waren da, aber es gab einfach ein politisches Interesse, diesen Akt in dem Moment nicht außer Kraft zu setzen. Trump hat es gemacht, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, 10 Tage, 14 Tage nach der Katastrophe. Das heißt, 10 bis 14 Tage hat man einfach gesagt, ja, ist jetzt halt so. Was für Möglichkeiten hätte es da gegeben? Da fällt einem natürlich als allererstes ein, wenn das eine Insel ist und die ist isoliert und ich komme übers Wasser nicht ran, dann muss ich wohl über die Luft kommen. Und da sind wir genau bei dem Problem. Airdrop ist in der zivilen humanitären Hilfe momentan quasi nicht möglich. Was ihr hier seht, ist ein militärisches Airdrop-System, nutzt die US-Armee, das ist mit GPS ausgestattet, das ist lenkbar, das kann auch Gewichte noch und nöcher abschmeißen aus den großen Fliegern. Das gibt es schlicht und ergreifend für zivile Zwecke momentan noch nicht. Für zivile Zwecke gibt es dieses Projekt, das nennt sich Airdrop Box. Biodegradable natürlich, ja, sustainable und so. Kann maximal 70 Kilo abwerfen und hat aber eine Aufschlaggeschwindigkeit, dass es relativ klar ist, du kannst keine medizinischen Geräte oder ähnliches abwerfen, sondern das Ganze ist ein Projekt, da kannst du halt ja, Nahrungsmittel aus dem Flieger schmeißen. Jetzt könnte man sich wieder fragen, woran liegt das denn bitte? Wenn man überlegt, wie viele Flugzeuge sind jeden Tag in der Luft, was können wir mittlerweile alles transportlogistisch auf die Kette kriegen, dann ist aber relativ klar, naja, Betroffene von Katastrophen sind erstmal keine marktrelevanten Konsumentinnen. Weil die schicken dir ja nicht per PayPal irgendwie das Geld zurück, wenn du denen was aus dem Flieger schmeißt. Ja? Das heißt, es gibt schlicht und ergreifend kein Interesse daran zu forschen, weil ich keine Rendite damit erwirtschaften kann. NGOs, die in der Lage sein müssten, dazu zu forschen oder dazu halt Dinge zu entwickeln, die haben das Interesse wiederum nicht, weil sie keine Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt bekommen, normalerweise. Ja, zu wem soll ich gehen, wenn ich als NGO jetzt sage, ich habe da eine Idee, ich möchte es gerne entwickeln? Das zahlt mir die WHO nicht, die zahlt mir nur meine Operation, die ich mache. Ja, World Food Program genauso. Das heißt, die NGOs müssten dem Moment Spendengelder dafür generieren. Das machen sie meistens lieber mit Projekten, die nachhaltiger eine Emotion bei den Spenderinnen, nämlich euch, auswirken. Sprich, lieber irgendwas mit Kindern, Tränen, dicke Bäuche. Ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Dazu haben wir gerade zwei Hacks, die wir ausprobieren. Das eine ist unser Projekt AERU. Wir versuchen gerade die erste Airborne Emergency Response Unit weltweit aufzustellen. Das machen wir einfach, weil wir so deep in love mit der HPI sind. Grüße raus an die. Sind auf die Idee gekommen, als wir tatsächlich immer nach Libyen geflogen sind, dass man gesagt hat, Mensch, das ist ja schon ganz geil mit der Überwachungsgeschichte hier, aber man könnte noch so viel mehr machen. Nepal, Erdbeben, Bergregion, unversorgt. Ja, und dann geht es immer durch die Medien. Manche Dörfer sind seit 3 Wochen nicht erreicht worden. Dann sitze ich immer in Berlin und denke, wie kann das denn sein? Hier fährt jeder zweite Idiot ein SUV, ja? Und wir kriegen es nicht hin, in eine Bergregion, in einem Erdbebengebiet tatsächlich jetzt Hilfe zu transportieren oder was. Da kam die Idee, dass wir gesagt haben, okay, die HPI kommt so ein bisschen aus der Gleitschirmflugszene, sind viele Menschen dabei, die auch Fallschirmspringer, Fallschirmspringerinnen sind. Wir sind ein bisschen die Spezialistinnen dafür, in extrem entlegenen Gebieten zu arbeiten. Tun wir uns doch zusammen und versuchen ein Projekt aufzustellen, wo wir eine komplette Unit, egal wo auf der Welt, abschmeißen könnten. Aus kleinen Flugzeugen, was bezahlbar ist. Das zweite Projekt, da fehlt noch ein geiler Name zu, haben wir noch nicht. Das passiert gerade, und zwar ist es eine Box zu entwickeln, mit der wir tatsächlich auch medizinisches Equipment abwerfen können, teures Equipment abwerfen können, eine Box, die vor Ort dann so Multiple-Use-mäßig unterwegs ist, da arbeiten wir mit Photovoltaik-Geschichten etc. Und das Wichtige aber eigentlich, wir haben uns von der HPI den Tipp geben lassen, dass die meinten, Mensch Leute, wieder Europa und Regelungswut, wir sind nicht alle Gleitschirmflieger. Wenn wir mit dem Gleitschirm fliegen, haben wir so einen Notschirm dabei, den müssen wir alle paar Jahre austauschen. Ist Vorschrift, sonst ist da auch keine Versicherung mehr am Start und so weiter und so weiter. Und die meinen, bei uns in den Gleitschirmflugschulen, da liegen hunderte von diesen Schirmen. Und das Innovativste, was momentan damit passiert, ist tatsächlich T-Shirts draus zu machen oder was. Weißt du, oder so Applikationen auf irgendwelchen Klamotten. Und die meinten, ey, lass uns doch mal gucken, die Schirme, die können ordentlich was ab, da hängen Menschen dran, die sind vielfach geprüft, die sind nie benutzt, die mussten einfach aufgrund einer europäischen Regelung
ausgetauscht werden. Lass doch mal gucken, ob wir daraus was machen können. Und da basteln wir halt gerade dran, diese Box zu verbinden mit einem vernünftigen Gurtsystem, damit wir aus kleineren Maschinen, aus Fallschirmspringermaschinen, uns selbst und aber auch das Material abschmeißen können und das Ganze extrem kostengünstig mit relativ wenig Forschungsaufwand. Ja, was bleibt? Humanitäre Hilfe ist leider, anders als eingangs gesagt, absolut ein Markt. Ein furchtbarer Markt, ein Markt, auf dem die Ellbogen teilweise krasser ausgefahren werden als in vielen anderen Bereichen. Ist definitiv den Interessen ausgeliefert von verschiedensten nationalen und internationalen Akteuren und Akteurinnen. Und unfassbar erschreckend innovationsfeindlich. Also wenn ihr tatsächlich mal schaut, Mobile Hospital, wir haben dieses Mobile Hospital aus so Allradschwachs gebaut, ne, auf dem Wagenplatz in Berlin, im Winter, ohne Tür. Und sind damit in Mosul angekommen und sind auf ganz viele Organisationen gestoßen, die gesagt haben, was ist denn das für ein geiler Scheiß, das wollen wir auch. Da haben wir das erste Mal gedacht, so, das kann doch nicht sein, dass ihr als gut finanzierte Hilfsorganisation an solchen Konzepten halt nicht arbeitet. Aber es ist wirklich nur eine Handvoll Organisationen, die in diesem Bereich weiterdenkt. MSF hat eine eigene Innovationsunit, die WHO versucht sowas gerade aufzustellen. Die meisten Organisationen sagen, schlag einen Katalog auf, ich gucke, was es gibt, ich frage, wer es bezahlt und dann geht es so weiter. Definitiv sind die Hacks, mit denen wir gerade arbeiten, keine Lösung. Ja, also es kann nicht die Lösung sein, weltweit auf Katastrophen zu reagieren, indem wir mit Schweizer Gleitschirmen, Notschirmen Sachen abschmeißen, ist relativ klar. Im Einzelfall stellen sie aber für die einzelnen Betroffenen einen echten Unterschied dar. Also Nahrung haben oder nicht haben, Trinkwasseraufbereitungsanlage haben oder nicht haben, ist ein echter Unterschied. Und der dritte Punkt, der mir dabei immer ganz wichtig ist, wenn ich aufzeige, dass Dinge möglich sind und dass Dinge anders möglich sind, produziere ich da für mich selber eine Möglichkeit, politischen Druck auszuüben. Ja? Wenn ich halt einfach zeige, ich kann die Menschen im Mittelmeer finden, mit relativ einfachen Mitteln, aus privaten Spenden bezahlt, aus den 30 Euro, die ihr euch von eurem Ersparten abknapst und den Organisationen aufs Konto überweist, dann habe ich ein Argument der Politik gegenüber, wenn sie halt sagt, wir können ja nichts machen gegen die vielen Menschen, die da ertrinken. Genau. Was sind die nächsten Sachen, an denen wir arbeiten? In diesem Makerspace in Berlin, den ich schon erwähnt habe, da will ich noch ein paar Worte zu fallen lassen. Wir arbeiten gerade an so Blimp-based-Versionen für Kommunikation und vor allem auch fürs Demining, also für die Mine-Clearance. Wir arbeiten an einem mobilen Krankenhaus-Version 2.0. Das Ganze wird jetzt basieren auf Seekontainern. Da geht es ganz viel eher auch um neue Ideen, wie kann ich mobilen Raum eigentlich gestalten, wie kann ich mobilen Raum effektiv gestalten. Ihr könnt ja mal nachher zu uns kommen oder sich mal in den Assemblies umgucken. Die Zelte, die es gibt, sind alle meistens sehr kompliziert und nicht für die Emergency Response geeignet. Da sind wir so am Überlegen dran, was kann man mal machen, was eigentlich keinen richtigen Markt hat, was aber trotzdem entwickelt werden sollte, weil es wert ist. Wie sieht dieser Crisis Response, wie sieht es aus? Wir haben eine Werkstatt in Berlin von ungefähr 200 Quadratmetern. Wir haben ein Netzwerk, das Ganze versucht zu koordinieren. Sprich, das ist kein komplett offener Raum, wo man morgens kommen kann und sagen kann, ich setze mich jetzt 10 Stunden hier hin, will was entwickeln. Aber wir sind definitiv offen für Menschen mit Lösungsideen, mit Kreativpotenzial, die sich daran beteiligen wollen und sagen, ich hätte Lust, an solchen Konzepten mal mitzuarbeiten. Da seid ihr alle ganz, ganz herzlich eingeladen. Letztes Mal nach dem Talk vor 2 Jahren zum Thema Katastrophe und Kommunikation gab es eine ganz schöne Feedbackwelle mit extrem vielen guten Ideen, wo wir gesehen haben, das, was wir machen im Feld, ist vielleicht ganz was anderes als das, was hier passiert an den Tischen, aber kombiniert kommt da meistens was ganz schön Fantastisches bei rum. Ja, genau. Das war, glaube ich, das, was ich euch erzählen wollen würde. Und würde jetzt den Talk öffnen für Fragen von eurer Seite. Hier im Saal gibt es 8 Mikrofone, jeweils erkennbar an den Nummern, die da dranhängen. Falls ihr Fragen an Sebastian habt, bitte einfach an den Mikrofonen aufstellen. Ich gehe dann da Reihe um durch und wir gucken mal, was dann so die Antworten sind. Da als Hinweis auch noch, was ich vorhin vielleicht vergessen habe, es gibt auch dieses Jahr wieder Signal Angel, die unsere
IRC-Chaträume bemannen und so auch den Leuten, die im Stream von zu Hause aus schauen, ermöglichen, hier Fragen in den Raum weiterzuleiten. Und ja, auch die werden dann bei Zeit hier ankommen. Ich schaue gerade mal. Ah ja, da an der 2. Ja, bitte. Hi. Danke für den Talk. Und danke für deinen Einsatz. Und das Fantastische habe ich noch eine Frage. Monitor Open Source Projekt. Du hast gesagt, wenn ihr das quasi exportiert, in Anführungszeichen, dass dann Restriktionen applyen. Aber ist es nicht eigentlich so, wenn ich ein Open Source Projekt, sag ich mal, online stelle mit Anleitungen zum selber bauen, ist das ja kein Export in dem Sinne, right? Definitiv. Also das ist auch, es ging eher darum, ne, wenn man versucht, das in andere Länder zu bringen, kann es sehr gut sein, dass es dort auch für die Krankenhäuser, für die Hilfsorganisationen nicht umsetzbar ist. Okay. Das wäre für mich so ein Punkt. Aber du hast komplett recht. Ist, ne? Es, Export ist in dem Moment eigentlich der falsche Begriff, sondern tatsächlich. Es ist nur, am Anfang haben wir direkt gedacht, so Mensch, supergeil, wenn wir das entwickeln, dann kann das überall zur Anwendung kommen und das wird eine Welle auslösen. Und dann kam irgendwann mal in so einem Gespräch heraus, bei jemandem, der für so eine Firma arbeitet, dass der meinte, ey, glaubt man nicht, dass unsere Firmen so doof sind. Da haben wir mit den Ländern, die wirklich unsere Produkte jetzt schon abnehmen, längst bilaterale Abkommen getroffen. Aber müssen wir mal sehen. Wir entwickeln es natürlich trotzdem zu Ende. Danke. Okay, ich glaube, da ganz hinten an der 8 steht noch jemand. Genau. Ja, auch danke von mir. Oh, Echo ist schön. Ich interessiere mich bei den Hilfsorganisationen immer dafür, was ich für mein Geld bekomme. Und die Projekte sind alle super, einige schaffen mehr, andere weniger. Habt ihr da irgendeine Bewertung oder ein Gefühl oder einen Vergleich? Also Stichwort effektiver Altruismus, wie viele Leben rettet ihr pro Euro? Gibt es da irgendwelche Gedanken eurerseits? Ich sag mal jein. Es gibt verschiedene Kriterien, mit denen man bei Hilfsorganisationen gucken kann. Das eine ist natürlich die Frage, wie groß der sogenannte Overhead. Da gibt es keine richtige rechtliche Regelung für. Wenn du als NGO über 30% kommst, glaube ich, dann wird das langsam knibbelig. Also wenn du quasi für Overhead, was nicht projektbezogen ist, so viel deines Spendenvolumens ausgibst. Das ist eine Sache, wo wir immer so ein bisschen gucken, dass wir denken, wir würden gerne versuchen, alles in den Projekten zu erledigen. Sprich auch sowas wie, eine Werkstatt haben wir nicht um der Werkstatt willen, sondern das muss anteilig in den Projekten stecken. Das ist ein Punkt, wo man gucken kann. Das andere, da wird es natürlich genau schwierig. Ne? Wie viel Leben pro Euro? Da kann ich jetzt mal so als Beispiel nennen. Wir waren in Mosul, da hatten wir jeden Tag unfassbar volle Hütte. Das war für das Team extrem anstrengend. Das war sowieso ein sehr anstrengendes Projekt. Ihr habt die Medienberichterstattung vielleicht verfolgt. Da hätten wir jetzt natürlich sagen können, Mensch Leute, für jeden Euro gehen ja so viele Patienten über den Tisch. Dann sind wir 3 Wochen später nach Mosul, nach Tal Afar gegangen. Das ist die nächste Stadt Richtung Syrien gewesen. Wieder auf Nachfrage, ob wir dort die Emergency Response stellen können. Diese Winkkatze irritiert mich wahnsinnig. Das klickt hier die ganze Zeit. Ich denke immer schon, was ist mit meinem Rechner los? Sehr wichtig für den Stream. Ja. Da war das Problem einfach, da gab es überhaupt keine Zivilisten und Zivilistinnen. Die sind alle vorher geflohen. Das Ding ist, wir sind ja trotzdem in ein Kriegsgebiet gegangen, in die Vorbereitung, haben aber tatsächlich über, weiß ich nicht, 2 Wochen lang keine Patienten gesehen und Patientinnen gesehen. Da wird so ein Bewertungsmechanismus natürlich schwierig, ne? Weil wenn wir es rein danach machen würden, müsste ich offen sagen, okay, in Mosul waren wir top of the pops, da waren wir ganz schön weit vorne. Tal Afar, da wäre euer Geld woanders besser aufgehoben gewesen, weil wir hatten einfach keine Patienten. Ist natürlich Quatsch, weil das konnte man ja vorher nicht wissen. Ja? Deswegen ist so ein Bewertungskriterium einfach schwierig. Und deswegen gehen wir, glaube ich, eher auf dieses Ding, dass wir schauen, Effektivität tatsächlich in Hinsicht von, was für Projekte entwickeln wir, was für Produkte nehmen wir mit, wie oft kann man die wiederverwerten. Ne? Also so ein Gerät ist natürlich total teuer. Wenn man es aber irgendwo gespendet bekommt, ist es wesentlich besser, als sich vor Ort was vielleicht zu kaufen, was nach ziemlich kurzer Zeit kaputt geht. Solche Geschichten. Es ist sehr, sehr schwammig. Es gibt in Deutschland Versuche, da fallen mir 2 spontan ein. Das eine ist das deutsche Spendensiegel. Das könnten wir zum Beispiel als Organisation dieses Jahr überhaupt das erste Mal beantragen. Weil man muss ja erstmal so und so 4.000 Euro
in 2 Jahren in Folge eingenommen haben als Spende, um das überhaupt beantragen zu können. Dann muss ich direkt aber ein paar tausend Euro ausgeben, um das zu bekommen. Das finde ich mal so ein bisschen komisch, weil ich denke, eigentlich habe ich eine anerkannte Gemeinnützigkeit. Das Finanzamt guckt ja sowieso schon drauf. Aber das ist so ein Weg, wo viele sagen, habt ihr überhaupt dieses DZI-Siegel? Der zweite Punkt, den habe ich gerade vergessen. Reicht mir, danke. Danke. Okay, vielen Dank. An der 2 bitte. Ja. Ja, du hattest die Kommunikationsprojekte auch erwähnt. Habt ihr da ähnliche Probleme, was das Importieren in andere Länder angeht? Oder ist das da eine etwas andere Lage? Da ist es, würde ich sagen, tatsächlich eher so eine Frage des Cultural Gaps. Da haben wir nicht so die Probleme gehabt, dass wir jetzt gesagt hätten, da gibt es irgendwie behördliche Problematiken, wenn man halt irgendwelche freien Kommunikationslösungen dorthin exportieren will oder als Open Source anbieten will. Das Problem war da eher die Bereitschaft oder das Bedürfnis zu entwickeln, dass die Leute tatsächlich sagen, aha, das macht voll Sinn. Wir haben zum Beispiel ein E-Learning-Tool aufgestellt, das so konzipiert ist, dass du vor Ort offline deine Kurse machen kannst. Das heißt, du brauchst nur ab und zu mal einen Hotspot, um dir deine neuen Kursinhalte runterzuladen bzw. deine Testergebnisse hochzuladen. Da haben wir ganz große Probleme vor Ort, die Bereitschaft zu wecken, sich auf so ein Konzept einzulassen. Aber eher, weil es halt nicht unbedingt so eine durchmedialisierte Gesellschaft ist, wie wir das hier sind. Und wo die Leute sagen, so, soll ich jetzt zu Hause sitzen und auf dem Handy was lesen, ist doch komplett bescheuert. Das ist eher das Ding. Und genauso ist es halt da mit freien Kommunikationswegen, wo es schwieriger ist, herbei zu argumentieren, dass man auf Serviceleistungen verzichten sollte, die natürlich ein kapitalistischer Anbieter dir bietet, um dann was Eigenes aufzustellen. Es ist, glaube ich, was, wo ja, in den nächsten Jahren aber viel passieren wird, glaube ich. Okay, beantwortet? Danke. Ja, also ich habe hier eine Frage aus dem IRC von Noob23 und der möchte wissen, ob das auch Open Hardware und Software sein kann und eben ob da auch Entwickler aus der Community gesucht werden für Hardware, für Software und insbesondere eben Einzelpersonen. Das habe ich akustisch schlecht verstanden. Ich leider auch nicht ganz. Okay, ich versuche es nochmal. Also er möchte wissen, kann das Open Hardware bzw. Open Software sein und werden dafür gegebenenfalls Entwickler aus der Community gesucht? Auf jeden Fall, definitiv. Also wir auch sind Einzelpersonen oder nicht nur Institutionen? Auf jeden Fall. Also es ist ein Projekt, das jetzt gerade startet. Wir haben nicht so eine Ausschreibung gesagt, das und das und das brauchen wir. Aber wir sind offen tatsächlich gerade für alles. Wir haben ja auch Softwareprojekte, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ich habe noch das richtige Wording drauf. Also es geht nicht nur um Hardware-Lösungen. Hardware-Lösungen nehme ich jetzt, weil ich kann die besser erklären. Bei den anderen würde ich mich hier zerfleischen auf der Bühne. Ne? Deswegen, wir sind da total offen für alle Geschichten und natürlich auch Einzelpersonen, auf jeden Fall. Okay, cool. Und dann hat Simcap noch eine Frage. Der möchte wissen, ob, also er habe da so solargetriebene Modellflieger gesehen. Und ob man damit nicht ein Überwachungsnetz über dem Mittelmeer einrichten könnte? Ich sag mal bestimmt. Wir haben das aber, da bin ich jetzt nicht der beste Ansprechpartner. Da sollte man bei uns bei der Assembly nochmal nachfragen oder bei dem Projekt Searchwing. Das ist ja so eine Geschichte, wo man tatsächlich versucht hat, eine kostengünstige Drohnensache aufzustellen, die so ein Überwachungsnetz aufstellt. Ich glaube, es ist halt schwer, wenn man das versucht, wiederum auch selber zu machen. Und Kauflösungen sind zum Teil unfassbar teuer. Und wo man da gesagt hat, die Möglichkeiten des Verlusts dieser Drohnen, gerade über Mittelmeer bei Kauflösungen, ist noch so groß, dass man sich entschieden hat, das steuerbarere Projekt bemannte Luftüberwachung zu machen. Aber auf jeden Fall, das ist eine Idee, die ganze Zeit schon mit rumschwingt und die auch seit, glaube ich, 2 Jahren mittlerweile versucht wird zu bearbeiten. Okay, cool. Und dann hat Chris aus Twitter hier noch eine Frage. Und zwar möchte der wissen, wo genau in Berlin euer Makerspace ist. Der ist auf dem Holzmarktgelände, also quasi mitten in der Stadt.
Da kann man total gerne bei uns mal bei info@cardus.org eine Mail schreiben, da können wir da gerne in Kontakt treten. Schön. Vielen